Die Balkanhalbinsel gilt als eine der vielseitigsten Regionen Europas und erstreckt sich von der Adria über die Ägäis bis zum Schwarzen Meer. Mit dieser Folge beginnen wir unseren Balkan-Stadt-Balkonien-Roadtrip an der bulgarischen Schwarzmeerküste mit den historischen Städten Sosopol und Nessebar und wir schauen uns die Küsten und Strände nördlich von Varna an. Sosopol liegt an der Südseite der Bucht von Burgas und ist nicht nur eine der ältesten Städte Bulgariens, sondern auch sehr fotogen. So bot sich uns an jeder Ecke, jedem Gemäuer und jeder Bucht ein noch schöneres Postkartenmotiv. Schnellboot ging es weiter auf die Nordseite der Bucht nach Nessebar. Dessen Altstadt ist aufgrund der einzigartigen Lage auf einer felsigen Halbinsel und seiner bedeutenden Bauwerke Teil des UNESCO-Weltkultur- und Naturerbes. Weiter geht die Reise nach Varna ganz im Norden. Neben den Stränden in und um Varna sowie dem grünen botanischen Garten sind vor allem die Steilküsten nördlich der Stadt sehr zu empfehlen. Unser persönliches Highlight waren jedoch die weißen thrakischen Klippen. Im hiesigen Golfresort haben wir die Chance genutzt, unserer PGA-Karriere ein Stückchen näher zu kommen. Naja, fast. Was macht am meisten Spaß auf dem Golfplatz? Golfkart fahren! Wanna race? Und wer hätte es gedacht, der hauseigene Strand dient neben der Erholung auch als Event-Location für Elektropartys. Bleibt uns treu! In der nächsten Balkanstadt-Balkonien-Folge geht es in die Hauptstadt Mazedoniens nach Skopje. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert diesen Kanal auf YouTube und werdet Fans auf Facebook. Bis bald und na zdrave!